Herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0 Zufallsrichtung, Berührung, Größenänderung, Denken dahinter steckt ein kleines Jagdspiel, Verfolgungsspiel. Du wirst mit Hilfe dieses und der anderen Videos meiner Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software, Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten gleich hier mit. In der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen anderen Scratch Videos. Wir sind ja hier jetzt schon beim 10. Video. Wenn du all diese Videos von Anfang an durcharbeitest, wirst du dich sicherlich rasch zurechtfinden. Ja, wie immer habe ich hier jetzt schon ein Programm einmal erstellt. Das gehe ich jetzt mit dir Schritt für Schritt durch. Ich habe hier wieder zwei Figuren, eine Katze und einen Hund. Und die sollen sich einmal jagen. Ich mache jetzt hier mal, klicke hier auf Los, starte das Programm. Du siehst schon, die Katze versucht den Hund dann zu erwischen. Ja, und der Hund springt dann zufällig dann herum. Und das Spannende ist, wenn dann die Katze dann hier an diesem schwarzen Bereich kommt, das soll ein Elektrozaun sein, dann schreit sie auf, oje, ich habe den Elektrozaun berührt. Das ist eigentlich das Programm. Und da fällt dir eine Sache auf, hier die Bühne als erstes einmal. Und ich habe hier bei der Bühne, wenn man hierher geht, auf der rechten Seite klicke ich in die Bühne hinein, wähle ich sie mir aus, klicke auf Bühnenbilder, habe ich hier dann diese Bühne, die ich hier habe, dann eingeblendet und kann sie dann auch bearbeiten. Das geht ganz einfach. Ich wähle mir hier die entsprechenden Werkzeuge aus. Hier hätte ich zum Beispiel hier so einen Malbereich. Wenn ich das rückgängig machen will, gehe ich hier wieder her. Die Dicke des Stiftes habe ich hier eingestellt. Wenn ich jetzt hier so einen Strich machen möchte, kann ich jetzt hierher gehen. Habe hier eine Stärke von 25. Kann es wieder rückgängig machen. Wenn er dünner werden soll, dann kann ich hier, die habe ich größer gemacht, könnte ich hier zum Beispiel 10 eingeben. Und könnte dann auch eine andere Farbe vielleicht verwenden. Ja, das wäre dann hier die Randfarbe und könnte das dann so verwenden. Was ich hier gemacht habe, habe jetzt hier einen Rahmen gemacht, indem ich dann später die Katze dann hier hineinsetze. Und warum mache ich das? Ich gehe jetzt hier wieder, wähle wieder Figur aus, gehe auf Skripte, sehe dann ein Skriptum dazu. Du kannst übrigens auch bei den Bühnenbildern natürlich dann ein Skript festlegen, was beim Bühnenbild dann passiert. Da habe ich dann bestimmte Auswahl dann wieder, Wechsel zu Bühnenbild und dergleichen mehr. Ja, also ich kann nicht nur jetzt die Figuren, sondern auch eine Bühne kann ich programmieren. Ich gehe jetzt hier zur Figur. Was passiert dann? Wenn ich da drauf klicke, wird der verkleinert. Du kannst dir aus einer vorgehenden Videos erinnern, auf 50%. Gehe dann auf 0,0, das ist hier in der Mitte dann der Bühne. Und dann habe ich hier schon eine Schleife, die dann 10-mal ausgeführt wird. Das heißt 10 Möglichkeiten für die Katze jetzt dann den Hund dann zu fangen. Und setzt die Richtung auf eine Zufallszahl, bewegt sich also zufällig von minus 90 Grad bis 90 Grad. Das kann ich hier auf setze Richtung auf, so und so viel Grad. Und dann kann ich hier dann mit Operatoren dann eine Zufallszahl festlegen, also zufällig. Bestimmte Gradanzahl von minus 90 bis 90 Grad, da dreht sich's. Und dann wieder eine Schleife, wiederhole 15 Mal, gehe 15 Schritte und falls der Rand berührt wird, damit ist jetzt nicht hier bitte dieser schwarze Rahmen, den wir gemacht haben, sondern wirklich der Rand des, der Bühne dann gemeint, wenn er berührt wird, dann soll er wieder in die Mitte springen. Und dann sind wir bei dem Bereich, wo es einen Sinn macht, dass wir das dann gemacht haben. Falls die Farbe so und so, und das ist in dem Fall der orange Teil dann in dem Fall hier von unserer Figur, falls der orange Teil berührt wird durch das schwarze, also falls der orange Teil das schwarze berührt, das wäre dann hier in dem Fall hier dieser Rahmen. Und deswegen würde ich dir auch empfehlen, dass du den wirklich schön fett machst, weil sonst passieren könnte, dass dann sie knapp nicht berührt, mit dem Schwanzhahn zum Beispiel, wenn kein oranger Teil das berührt. Machst wirklich fett den Rahmen, dann passiert etwas, dann wird er vergrößert, in dem Fall unsere Katze, und oh je, ich habe den Elektrozaun berührt. Und dann kommt dann hier, ich warte, denke in dem Fall dann nichts mehr, dann lösche ich praktisch das, was ich hier vorhin gedacht habe und setze die Größe wieder auf kleiner. Dann warte ich wieder eine Sekunde und das Ganze läuft dann hier in dieser Schleife 10-mal dann durch. Und wenn es dann fertig ist, wenn es alles durchlaufen ist 10-mal, dann wird das Programm von selber gestoppt. Schauen wir uns an, was der Hund macht. Der startet natürlich dann auch, wenn ich hier auf Starten klicke, Größe wird auf 50% gestellt und das Ganze wird so lange wiederholt, nämlich das, was hier in der Schleife ist, bis er die Figur 1, das ist in dem Fall hier der Name dann, von unserer Katze berührt, wird das wiederholt. Und er geht immer wieder an Zufallspositionen, also zufällige Positionen, springt er hin und her. Und wenn er dann eben diese Figur 1 berührt, dann sagt, ich habe dich erwischt für 2 Sekunden und wartet dann eine Sekunde ab. So läuft dann dieses Spiel zwischen Figur 1, der Katze, und dem Dog 1, dem Hund. Ja, und das war eigentlich schon alles. Und du kannst jetzt so ein Verfolgungsspiel vielleicht selber dann nochmal nach
programmieren. Wir sehen uns dann sicherlich gleich wieder im 11. Video, da geht es dann um Zufallszahlen, Wörter verbinden, Variablen, Teilbarkeit und so weiter. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis gleich.